Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Wir sind immer noch in der Altera unterwegs und gucken uns hier um, lesen die ganzen Berichte durch, lernen viel von zwischenmenschlichen Dingen, die verkauft werden. Was ein bisschen suspekt ist, aber gut. Und ich glaube, dann sind wir hier durch. Wir brauchen noch ein bisschen in die Kapitänskajüte. Da finden wir bestimmt Notizen, wie wir hier reinkommen beim Kapitän. Wir müssen nämlich noch beim Kapitän rein. Hier. Gibt natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten hier, aber ich bezweifle, dass ich hier reinkomme. Ich könnte jetzt da stundenlang rumstehen und testen, aber ich glaube, das wird nichts. Gut, mal gucken, ob wir noch was finden. Vielleicht, wenn wir den Captain verfolgen. Das heißt, wir müssen höchstwahrscheinlich nochmal wiederkommen. Ich vergaß, hier gab es Fallschaden. Aber gut, ich wusste, dass hier eine Sackgasse ist. Okay, so. Dann wird es Zeit, hier lang zu gehen. Ich erinnere mich. Hier waren wir schon mal. Okay. Zyklopmaschinen, oh. Warning, local radiation at maximum tolerable level. New blueprint acquired. Containment breach repaired. Further breaches detected. Dann finden wir mal hier die Lecks und dann gucken wir mal. Containment breach repaired. Further breaches detected. Das heißt, ich finde hier bestimmt noch ein paar Sachen für den Zyklop, ne? Will nicht runter. Okay. Was auch immer. Ah, die Blutsauger. So, hier haben wir leider nichts. Haben wir hier Lex hier? Ah, ich bin umsonst hergekommen. Cool. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Nee, leider nicht. Ich wollte wenigstens mal gucken. Ach komm. Geh doch nach Hause. Okay, wo sind die Lecks? Ich seh's. Wir haben aber genug Heilung. Wir können uns jederzeit heilen. Apropos heilen. Ich sollte mich mal heilen. Mistvieh. Containment breach repaired. Further breaches detected. Oh, hier haben wir noch ein bisschen was. Ich weiß noch nicht, was es bringt, die zu reparieren, aber wir machen es einfach mal. Containment breach repaired. Further breaches detected. 6 Lecks übrig. Damit sind es 5. Containment breach repaired. Further breaches detected. Hallo, Kleiner. Wir sind's vier. Ist der jetzt tot oder haut er nur ab? Ich weiß es nicht.
Aber so schlimm sind die nicht, wenn man sie schnell wegholt. Drei Lecks übrig. Wenn das nicht arbeitet, können sie mich nicht beißen. Also schnell. Scheiße, Mann. Zwei Lecks übrig. Jetzt mal Luft holen. Von hier aus können wir besser gucken. Was sind denn die letzten beiden? Ach, da ist einer. Und da hinten ist auch noch einer. Okay, ich habe sie beide gesehen. Aber leider nichts zum Zyklopen hier. Schade. Strahlungswerte sinken. Ah, ich habe den Super-GAU verhindert. Achso. Drive core breach sealed. Radiation levels decreasing. Na gut. Ich habe ein bisschen mehr oft aus der Aurora, aber ist okay. Ist okay. Wir haben einiges richtig gutes Zeug gefunden. Also so ist es nicht. Und wir haben noch die Kapitänskajüte. Weil ich kann. Ich glaube, ansonsten haben wir hier nichts mehr, ne? Das ist gar kein Problem. Hier, da. Was zu essen habe ich auch noch. Kommen wir jetzt endlich zurück? Oder war das Problem mit dem Zurückkommen? Na schön. Gehen wir zurück. Was? Zyklop. Ich habe doch extra hier alles abgesucht. Okay, jetzt müssen wir erst recht gucken. Wenn ich hier Dinge vom Zyklopen finde. Junge, Junge, Junge. Das mache ich mit. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Ein einziges Ding vom Zyklopen. Für den Arsch. Naja, besser als keins. Zum Glück habe ich es noch gesehen. Vielleicht hier nochmal den Feuerlöscher reinhalten und gucken. Ja, scheint auch nichts zu sein. Ja. Wollen wir wenigstens mal gucken. Gut, dann würde ich sagen, als nächstes laufen wir den Captain hinterher. Wir haben ja da noch eine Location. Oh, wir kommen hier raus. Alles gut. Das war das Problem. So, hier hinten waren wir auch. Nicht wahr? Ja, da haben wir den Code bekommen. So, ich gucke gerne noch mal kurz rein. Irgendwas verpasst habe. Ach, guck mal, hier ein Poster hätte ich mitnehmen können. Aber sonst weiter nichts. Vielleicht finden wir noch im Umkreis von hier ein paar Zyklopendinger. Na, guck mal, wie sie springen. Dürften ja eigentlich nur Landlebewesen sein.
Auch wenn sie ziemlich wasserfreudig aussehen. Geronimo! Oh, geschafft. Ich bin glücklich. Wir sind mit der Aurora fast durch. Dazu. Wir haben viele neue schöne Sachen gefunden. Und wir haben das Strahlungslevel gesenkt. Heißt das, ich kann jetzt meinen Anzug umziehen? Nein. Wir haben nur eine Katastrophe verhindert. Okay, dann würde ich sagen, nächstes Ziel ist die vermutete Degasi-Basis. Ah, es wird leider nicht der Captain sein. Ich bin weg. Okay, danke, dass du mein Schiff nicht kaputt gemacht hast. Das, war close. Hui! Ich bin ein Tiefen! Eventuell gibt es ja noch mehrere Zugänge hier, ne? Wer weiß. Aber ich bezweifle das stark. Ja gut, wir müssen jetzt leider ums Schiff rumfahren. Ich will mich mit dem Typen nicht anlegen. Dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ja, da unten ist Ende Gelände. Ich glaube, hier ist die Map zu Ende, ne? Sieht so aus. Komm, hau ab, Kleiner. Du hast hier nichts zu melden. Oh, du bist groß! Ja, und natürlich groß, die Dinger hier, wa? Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Was ist hier so Schönes? Oh, Blei. Blei ist auch nicht schlecht. Ja, beruhig dich, Kleiner. Ich suche Anzeichen für den Zyklopen. Könntest du ein Zyklop sein? Nee. Schade. Aber wir schauen uns hier gerne noch ein bisschen um. Wer weiß, was man hier alles noch finden kann. Natürlich sind hier ganz, ganz viele Teile verstreut. Damit habe ich schon gerechnet. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ich schwimme doch hoch! Leider nichts vom Belang. Schade, nur Schrott. Na gut, was hast du erwartet, Zero? Was ist das? Okay. Ich bin wieder zurück. Komme ich hier durchgeschwommen? Bezweifle das stark. Ist doch nix. Bin gegen nichts gestoßen. WTF. Ich sehe hier absolut rein gar nichts, ne? Hallöchen. Was haben wir denn da? Kein Reaper in der Nähe? Ich höre ihn zwar, aber ich sehe ihn nicht. Medikit.
Das war jetzt unnötig. Ah, da ist er doch. Hab dich gesehen, Guffelnase. Wir müssen uns von ihm fernhalten. Nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen. Hilfe! Hilfe! Nicht tun! Muss nicht. Nur schuldig. Müssen wir uns von ihm fernhalten. Scheiße. Ja, Rippseemotte. Ja, gut, Oh, cool. Ach, guck mal, das ist mein Zuhause. Aber zumindest habe ich es überlebt. Auch wenn ich jetzt höchstwahrscheinlich sterben will, weil ich dahin möchte. Ja, ich glaube, das kann ich vergessen. Ohne Seemotte, ohne Schutz. Brauche ich da gar nicht hin versuchen. Er würde sagen, ich schwimme jetzt nach Hause. Und dann ist gut für heute, wa? Weiß dann auch nicht, wie ich da hinkomme. Ist die Strahlung hier jetzt so weit gering, dass ich den hier tragen kann? Ja. Immerhin. Eventuell kann ich es dann doch runterschaffen. Wir werden es mal versuchen. Wenn wir sterben, ist halt so. Also. Obwohl ich auch gerne die Puppe und so behalten möchte. Oh, dafür ragt ein Fels raus. Gucken wir mal. Ich muss auf jeden Fall noch die neue Taucherflasche bauen. Und dann gucken wir mal. Was schwimmt denn da jetzt schon wieder rum? Er versteckt sich. Wir müssen uns von dieser Pflanze da fernhalten, links. Ist da reingeschwommen. Ach, cool. Kann ich da reingehen und die reparieren? Wow. Data. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Mir gefällt der Typ nicht. Aber ich muss hier raus. Okay, ich könnte übrigens tot sein. Wollte ich nur mal gesagt haben. Oh Scheiße, das dauert viel zu lange, aber ich brauche das Ding. Dann noch das PDA. Und dann gucken wir, dass wir rauskommen. Integrating new PDA data. 30 seconds. Es wird knapp, Leute. Es wird knapp, aber ich sehe schon da ein bisschen Oberfläche. Zwölf. Neun. Oh.
Zum zweiten Mal so scheiße knapp. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Oder wir gucken, wir können uns auch gerne nochmal durch nach Hause schwimmen. Ja, komm, wir lesen hier kurz alles durch. Oh. Komm mal, Wasserfilter. Wandelt mehr Wasser in Wasser und Salz um. Top. Damit werden wir überleben können. Bart Torgals Aufzeichnung. Diese Welt. Ich dachte, das Leben unter Wasser würde beklemmender werden. Vater glaubt es. Er sagte mir, es sei kindisch, aber ich starre aus dem Fenster und manchmal denke ich, was für ein Glück ich habe, diesen Planeten aus nächster Nähe zu sehen. Oben auf der Insel hätte ich nicht geglaubt, welche Tiere hier unten leben. Die Fische leuchten. Einer ist zu 90% Auge. Muränen, die doppelt so lang sind wie die Basissegmente. Ja, Muränen, die mich töten wollten. Sicher, es ist nicht alles freundlich. Die meisten Pflanzen sind giftig und ich musste das am eigenen Leib erfahren. Aber ich habe ein paar Marmormelonen dazu gebracht, drinnen zu wachsen. Und wenn sie nicht unsere Nährungsbedürfnisse decken, dann essen wir eben Fisch. Es ist etwas eklig, aber nichts, was die anderen nicht auch tun würden. Ich habe versucht, meine Ergebnisse zu dokumentieren. Vater befürwortet das. Er sagt, Verstehen ist Macht. Und je mehr wir über diesen Planeten wissen, umso mehr können wir ihn zu unserem Vorteil nutzen. Ich mache das eigentlich nur, weil es mir Spaß macht. Es ist nicht einfach ohne geeignete Ausrüstung und Netzwerkzugang, aber die altmodische Methode, beobachten, Notizen machen, Theorien überprüfen, zeigt mir die Welt in einer Weise, wie es eine spektroskopische Analyse niemals könnte. In letzter Zeit beobachte ich die Hüllenmuränen. Sie überfallen ihre Beute beim Versuch, von dem Pilz zu fressen, indem sie sich verstecken. Wenn sie nicht fressen, setzen sie sich auf dem Meeresboden ab und düngt die Pilze, die wiederum die Pflanzenfresser ernähren. Und so geht der Kreislauf weiter. Das, ja, finde ich gut. Bald haben wir mehr als genug Wasser. Okay. Das habe ich gemerkt, dass sie sich verstecken. Das habe ich sofort gesehen. Paul. Wir sind schon über 200 Meter unter dem Meeresspiegel und sie wollen noch tiefer gehen? Margaret. Schauen Sie sich um, Boss. Wasser leckt durch den Rumpf. Wasser außerhalb der Luke. Wir ersaufen, langsam aber sicher. Wenn Rettung kommt, wird das, was auch immer uns abgeschossen hat, es wieder tun. Immer wieder, bis es abgeschaltet ist. Sehen Sie hier irgendwo einen Ausschalter, Boss? Wir wurden abgeschossen. Warum sollte der ausgerechnet einen halben Kilometer tief liegen? Ihr Junge hat was auf dem Scanner. Da unten ist was. Und das ist, das nicht da sein sollte. Sie sind verrückt. Ich gehe trotzdem und ich glaube, sie beide kommen nach. Wenn sie das tun, seien sie vorsichtig. Ihre Autorität reichte nur bis zur Meereshöhe. Also gut. Jetzt haben wir die Bestätigung, dass unter Wasser irgendwas ist. Ich meine, wir haben es ja schon gesehen, ne? Die Frage ist, wie kommen wir da nur hin? Naja, wir haben jetzt noch weitere Aufzeichnungen, aber ich würde sagen, in den nächsten Folgen pimpen wir ein bisschen unsere Base, bauen unsere Fahrzeuge wieder und vielleicht werden wir sogar den Reaper los, oder? Wir bauen uns einfach komplett woanders auf. Nochmal von vorne anfangen quasi. Irgendwo aufbauen, wo ein bisschen mehr los ist vielleicht. Ach nö, ich mag meine Stille. Ich mag das da. Ich möchte das beibehalten. Was haben wir denn hier? Wenn wir schon mal hier sind. Kurz gucken. Ein Schrank. Kennen wir das alles schon? Kann man die Teile nicht aufbrechen? Da sind doch bestimmt die ganzen Dinger drin. Ihr wisst schon. Zyklopen. Da sind 100% die Zyklopen drin. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, ich schwimme jetzt nach Hause und wir sehen uns dann zu Hause. Aber das müssten wir ja auch kennen, ne? Aber ich entferne gerne den Müll. Chill mal, Junge. Dreht er hier voll am Rad. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.